7 Fragen an. Eine Betreuungskraft für Senioren. Mein Name ist Simon, ich bin 22 Jahre alt und ich arbeite momentan im ambulanten Betreuungsdienst für Senioren. Bei mir hat sich das so entwickelt, weil beide meine Eltern auch schon einen Pflegeberuf ausgeführt haben bzw. ausführen. Und irgendwie kommt man dann rein, macht Praktika, bei mir dann noch ein FSJ und merkt einfach, dass man gerne im sozialen Bereich arbeiten möchte. Und so habe ich dann die Ausbildung zum Sozialassistenten begonnen und habe so den Weg dann in den sozialen Bereich gefunden. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, ist tatsächlich eine Sterbebegleitung gewesen, weil es eine sehr große Ehre ist, einen Menschen auf den letzten Wegen zu begleiten und auch die Angehörigen dann weiter zu begleiten, mit denen Gespräche zu führen, zu erfahren, was diese Person alles erlebt hat. Und dass diese Ehre zu erfahren, das machen zu dürfen, einen Menschen, der sein Leben gelebt hat, im Tod, in den letzten Metern, Minuten zu begleiten, Tagen manchmal auch, das ist was sehr, sehr Schönes tatsächlich. Jetzt letztens zum Beispiel bei einer Toilettenbegleitung hat es ein Klient leider nicht ganz geschafft und da ist dann halt ein bisschen Kot auf den Boden gekommen. Also das ist dann natürlich auch ein bisschen unangenehm, das wegmachen zu müssen, aber es ist halt auch unangenehm zu wissen, dass das für die Person, der das gerade passiert ist, unangenehm ist. Und damit dann umzugehen, das ist manchmal dann nicht ganz einfach. In meinem Beruf habe ich eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Ich habe eine sehr, sehr hohe körperliche, teilweise auch psychische Belastung. Und dafür werde ich definitiv zu wenig bezahlt. Zum Glück tut sich da gerade politisch sehr viel. Aber die Bezahlung ist so wie in jedem sozialen Bereich zu gering. Doch, das auf jeden Fall. Häufig sind es halt einfach die kleinen Sachen, dass einfach Danke gesagt wird oder dass man mal mit einem Lächeln begrüßt wird, also direkt von den Klienten oder Angehörigen kommt da eine sehr hohe Wertschätzung zurück. Das ist mir sehr, sehr wichtig, gerade nach meinem FSJ habe ich das gespürt. Ich habe ein FSJ im Krankenhaus gemacht, in der typischen Krankenhauspflege, wo es dann tatsächlich hauptsächlich um die Aufgaben ging. Also da bin ich dann in das Patientenzimmer rein, habe meine Aufgabe gemacht und konnte eher weniger für den Menschen da sein. Und dadurch habe ich dann schon gemerkt, dass mir das sehr wichtig ist, wenn ich einen sozialen Beruf ausübe, dass ich dann auch was mit den Menschen zu tun haben möchte, mich auch durchaus mal mit den Menschen in Ruhe unterhalten möchte. Daran habe ich dann gemerkt, dass mir das sehr wichtig ist. Es ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll, vorher am besten ein ganzes Jahr Praktikum zu machen, sprich Bundesfreiwilligendienst oder FSJ, damit man einfach mal reingucken kann,
gucken kann, ob man wirklich dafür gemacht ist, weil so ein bisschen gemacht sein, dafür muss man schon, man muss dafür ein Händchen haben. Und einfach so viel Erfahrung vorher zu sammeln, vor der Ausbildung, wie möglich.